There's no need to rush. No one's running late. Rush is what we hate. Only run when chased. But the chase is through. I'm here with you. That's what to be. Now we both can see, as if love had eyes in its crazy head, it would sleep instead in some lazy bed while the hours away make the moment stay. Bei der Entscheidung für ein Bild bin ich so frei zu behaupten, es ist ganz gleich, was ich vor Augen habe, beziehungsweise welche Bilder ich in mir trage. Die Wahl für diesen oder jenen Bildstoff ist letztlich, im besten Sinne des Wortes, gleichgültig. Es gibt weder einen besseren oder interessanteren Bildstoff an sich, so wie es keine bessere, interessantere Farbe, Struktur oder Stilistik an sich gibt. Die Bedeutung, der Wert des inszenierten Bildes liegt ausschließlich in dem, was es in mir bzw. dem Betrachter auslöst. Das macht es allerdings nicht einfach. Das Bekenntnis zur Freiheit ist immer auch verbunden mit zumindest zeitweiliger Orientierungslosigkeit. Letztlich bleibt als Kompass im künstlerischen Handeln das Vertrauen auf den eigenen Sensor für das, was zufällt, unter die Augen gerät. Indizien für die aus den dunklen Gewässern des Unterbewussten an die Oberfläche drängenden Strebungen. Es gibt einen Kurs, doch die Route kenne ich erst im Zielhafen. Das Thema ist letztlich die Erkenntnis am Ende der Reise. Das trifft ebenso mein Lebensgefühl. Ich hatte und habe nicht wirklich eine Ahnung davon, wohin es geht und was mich führt. Eine Reise übers Schwarzmeer. Die Ankunft ist gewiss. Das Thema unbekannt. Somehow